Jesus ging mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garten, da rein ging Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, wusste den Ort auch. Denn Jesus versammelte sich oft da selbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar und der hohe Priester und Pharisäerdiener, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen suchet ihr? Sie antworteten ihm: Jesus, Jesus, Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth. Der ihn verriet, stund auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie abermal: Wen suchet ihr? Sie aber sprachen: Jesus, Jesus, Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth. Jesus antwortete: Ich hab's euch gesagt, dass ich sei. Suchet ihr denn mich, so lasset diese gehen. Das Wort erfüllt würde, welches er sagte: Ich habe dir keine verloren, die du mir gegeben hast. Da hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es aus und schlug nach des hohen Priesters Knecht. Und gib ihm sein recht Ohr ab. Und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Stecke dein Schwert in die Scheide, soll ich den Kelch nicht trinken, den mein Vater gegeben.
der Oberhauptmann und die Diener der Juden nahmen Jesum und bunden ihn und führten ihn aufs Erste zu Hannas, der war Kaiphas Schwäher, welcher des Jahres hoher Priester war. Es war aber Kaiphas, der den Juden riet, es wäre gut, dass ein Mensch würde umbracht für das Volk. Mich zu entbinden, wird meine Heil geboren.
Simon Petrus aber folgete Jesu nach und ein anderer Jünger. Selbige Jünger war dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesu hinein in des hohen Priesters Palast. Petrus aber stund draußen vor der Tür. Da ging der andere Jünger, der dem hohen Priester bekannt war, hinaus und redete mit der Türhüterin und führete Petrum hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petru: Bist du nicht dieses Menschen Jünger, Alter? Er sprach: Ich bin's nicht. Es stunden aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlfeuer gemacht, denn es war kalt und wärmet.
aber stund bei ihnen und wärmete sie. Aber der hohe Priester fragte Jesum um seine Jünger und um seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe frei öffentlich geredet vor der Welt. Ich habe alle Zeit gelehret in der Schule und in dem Tempel, da alle Juden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragest du mich darum? Frage die darum, die gehöret haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesaget habe. Als er aber solches redete, gab der Diener einer, die dabei standen, Jesu einen Backenstreich und sprach: Solltest du dem hohen Priester so antworten? Jesus aber antwortete: Hab ich übel geredet? Beweises, dass es böse sei. Hab ich aber recht geredet? Was schlägest du mich? Ihn gebunden zu dem hohen Priester Kaiphas. Simon Petrus stund und wärmete sich. Da sprachen sie zu ihm: Ich bin's nicht. Spricht
des hohen Priesters Knecht einer, ein Gefreunder des Tempetus das Ohr abgehauen hatte. Sei ich nicht im Garten bei ihm, da verleugnete Petrus abermal, und also bald krähte der Hahn. Da gedachte Petrus an die Worte Jesu und ging hinaus und weinete bitterlich und Herr verleugnet hat.